Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions Mudrunner Game. Ja, wir sind immer noch in Arizona und wir werden uns heute um Breaking Bad kümmern. Das erinnert mich so ein bisschen an die eine Serie, die heißt ja so ähnlich. Oder hieß sie sogar Breaking Bread? Break? Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Gestern ist der Biologe Brad Cook unangekündigt mit einem mobilen Labor in die Wüste gefahren. Er könnte unangemessene Substanzen eingenommen und sich verfahren haben. Okay. Offiziell ist er noch nicht lange genug weg, um als vermisst gemeldet zu werden. Deshalb wollen wir dein Team für die Suche engagieren. Gut, kein Thema. Ist auch relativ alles in der gleichen Umgebung. Das ist schon mal gut. Frage ist jetzt nur, ach so, Anforderungen Pioniere, das ist der, den wir neu freigeschaltet haben. Steht aber nicht drin. Ja, Geländehöhenunterschiede. Ich nehme eh immer mit Vorliebe den einen Truck. Also von daher, unser Psycho, den nehmen wir jetzt mal mit hier. Unseren Pionier. Eieiei. Das ist der, genau, das ist der richtige. Den fügen wir mal hinzu. Dann schauen wir uns natürlich an, was wir mitnehmen. Zusatzkanister, immer wichtig. Und die beiden Sachen nehmen wir natürlich auch mit. Darf ich nicht schon wieder vergessen? Beim letzten Mal habe ich es ja leider vergessen. So, ja, dann ist das, glaube ich, die Stelle, wo wir hin müssen, oder? 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 Bin mir nicht sicher. Moment. Was ist denn das hier? Das ist noch nicht freigeschaltet, kann das sein? Moment, die Dokumente? Nee, warte mal. Die gehören ja gar nicht dazu, ne? Das hier ist das, wo wir hin sollen erstmal. Ich weiß es nicht. Ich starte einfach mal. So, das ist die, wo wir schon mal gewesen sind. Und direkt vor uns. Achso, da links, okay. Nein, nicht schon wieder. Wir starten schon wieder mitten in der Nacht, mehr oder weniger. Ich möchte Tag haben. Ich möchte etwas sehen können. So. Oh, nu. Der Biochemiker ging über den Fluss nach Norden. Wir müssen seine Spuren finden. Über den. Also erstens, Norden ist da oben. Und zweitens, der Fluss ist hier. Okay, wir müssen dann ungefähr so Richtung Fluss und hier unten Flussüberquerungen. Ich würde sagen, wenn wir denn da was finden, dass wir da auf jeden Fall noch kurz was freischalten und dann von da aus, oh mein Gott. Also entweder, ach so, Moment, können wir mit dem Fluss rüber, also mit diesem Ding hier rüber, oder muss ich hier irgendwie gucken, dass ich rein darüber komme? Das weiß ich nicht genau. Das müssen wir mal testen, weil Flussüberquerung sagt mir jetzt gar nichts. Es hört sich aber für mich so ein bisschen so an, als ob wir da eventuell, wie heißt das? Eine Sphäre, genau. Eine Fähre finden könnten. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal anvisiert hier, ne? Oder? Nee, Moment. Halt, stopp. Das ist etwas, was runtergekommen ist. Bin ich da rübergefahren beim letzten Mal oder nicht? Dein Ernst jetzt? Diese Steinsache, ne? So, entdeckt Luftabwurf. Ja, genau, das meine ich nämlich. Was hat er denn überhaupt? Oh, ja, die nehmen wir doch gerne mit. Und der hat sogar Kraftstoff, den wir hier natürlich auch, aber den wir. Hallo, nein. Du sollst das hier reinmachen. Den wir hier natürlich gerne auffüllen. Und er hätte noch einen Boden an. Ja, komm, den nehmen wir mit. Komm. Wenn das eh jetzt hier drin ist, dann nehmen wir das jetzt mit. Wenn wir natürlich keinen Platz mehr haben, dann müssen wir den rausschmeißen. Dann ist das nicht so schlimm. Untersuche die Reifenspuren. Wo zur Hölle sind die Reifen? Achso, auf der anderen Seite. Okay. Ja, komm.
dass du hier jetzt nicht so rumballerst, aber... Moment, ich habe mir jetzt hier oben eine Markierung gemacht. Ach so, das ist nur, damit ich runterfahre. Ah, ja, okay. Es ist eigentlich logisch, weil es hier doch sehr steil ist. Ich dachte irgendwie schon, das ist die Markierung von diesem einen, was wir freischalten wollen. Ich weiß auch nicht. Ich kann nur immer wieder betonen, mehrere Tage Schlafentzug sind nicht gut. So. Leicht durcheinander. Jetzt ist die Frage. Ich sehe nämlich hier nichts. Und genau hier sollte das eigentlich sein mit dem Weißen. Ich verstehe es nicht. Flussüberquerung. Wieso kann ich das jetzt zum Beispiel auch wieder nicht freischalten? Also, das heißt für mich auf jeden Fall, ich muss gucken, dass ich irgendwie hier durchkomme. Keine Ahnung wie. Aber ich verstehe halt eben trotzdem nicht. Irgendwo da hinten. Warum das immer angezeigt wird, als ob man hier was freischalten kann, also irgendwo durchfahren kann oder so. Achso. Und das da nicht geht. Also da nichts ist. Das verstehe ich halt nicht. Nein, sollst du nicht gegen den Baum fahren, Mann. Wenn ich nach rechts einschlage, solltest du auch nach rechts fahren und nicht geradeaus. Hier ist noch was Gelbes. Sind das die Reifenspuren? Nee, oder? Das ist natürlich auch geil, wenn das jetzt... Hä? Vorräte liefern? Deine Ersatzteile. Hä? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier ist doch gar nichts. Oder war das hier sowas? Kann natürlich auch... Hm. Lass es mal so stehen. Das sieht mir aber doch sehr tief aus hier. Gucken wir mal lieber eben mit dem Echolot. Ja, das sieht mir nicht nur tief aus, das ist offenbar auch tief. Oh yeah. Ganz so tief. Rechts wird es richtig tief. Komm, 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 fahr! Nein, hier wird nicht so niemand beschädigt. Fahr einfach weiter. Oh, ist nicht dein Ernst jetzt? Moment. Schaffst du? Alter. Ich weiß auch gerade nicht, wo dran der jetzt hinbleibt. Ob das jetzt Schleim. Ob das jetzt Schlamm ist oder irgendwas anderes. Nein, nein, nein. Komm, 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 fahr hoch, damit ich den Reifendruck wieder ändern kann. Okay. Okay, gut. So, das ist wieder was mit dem Auto. Kann ich mir da vielleicht eine Brücke bauen oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht so ganz. Das ist wahrscheinlich das, was da ein paar Kilometer weiter an der anderen Seite angezeigt wurde. Ich nehme mal an, dass ich da irgendwie vielleicht Brücken bauen kann. Warum fährst du so schnell? Und warum hüppelst du hier so rum? Du solltest nach links und nicht nach rechts. Ja, ich weiß, das ist immer blöd, wenn da Steinchen im Weg liegen. Kleine Steinchen. Viel kleiner als deine Reifen oder sonst was. Aber gucken wir doch mal eben. Moment, wo müssen wir eigentlich rum? Ich denke, das ist der einzige Weg. Ich vermute mal, dass wir irgendwie hier so...
Ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt direkt hoch können. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Oh, das ist echt. Diese kleinen Steinchen machen mich fertig. Okay, so kleine Steinchen sind es natürlich nicht, ne? Aber es ist. Es darf eigentlich nicht sein. So. Nein, fahr darüber. Fahr darüber. Fahres Auto. Du schaffst das. Du hast Allradantrieb. Du hast noch viel mehr geschafft. Oh, fahr nicht in den Ast rein. Äste sind böse. Denk dran. Wir müssen da unten links. Wo müssen wir denn scannen? Moment. Hier die roten Punkte, denke ich mal. Ach so, ist schon fertig. Oh. Ich versuche hier noch zu fixieren in der Mitte, aber nein, ist schon fertig. Der ist auch durch. Sollen jetzt die Reifenspuren sein? Ich sehe überhaupt gar keine Reifenspuren, aber egal. Scan erfolgreich. Den Fußspuren nachzuurteilen, ist Brad tiefer in die Spalten vorgedrungen. Aber zumindest wissen wir, in welche Richtung er gegangen ist. Also suche weiter. Ja, okay. Wo ist er denn hingegangen? Ach, da oben hin. Und da soll ich jetzt mit meinem kleinen Kabüffchen hier... Ich versuch's irgendwie so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt durchkomme. Wenn das gar nicht geht, würde eventuell noch die Option bleiben, hier hochzufahren und dann hier quasi runterzufahren. Diese Ecke hier kann ich nicht so richtig einschätzen. So, dann ungefähr in die Richtung. Okay. Oh, das wird echt. Das wird echt tricky hier. Aber wir versuchen es trotzdem. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Oh mein Gott, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an, du schaffst das. Du schaffst das, du bist stark. Oh Gott. Mehr Glück als Verstand habe ich heute. Das darf ich nicht sagen, ich weiß. Ich habe vielleicht nicht unbedingt den besten Weg gewählt. Aber es ist, glaube ich, genau die Stelle, die ich meinte, wo ich gesagt habe, das könnte noch Probleme bereiten. Mal gucken, wie wir das noch hinkriegen. Aber ich bin ja grundsätzlich immer positiver, ne? So. Wie gesagt, ich freue mich auch wahnsinnig darauf, wenn ich denn hier nach irgendwann, also wenn wir hier mit irgendwann fertig sind, die... ich fahre lieber rechts rum, glaube ich, ne? Die Snowrunner und... Runner, das ist, glaube ich. Spiele komplett durchspiele. Das wird jetzt tricky. Das wird böse. Du bist stark, Auto. Komm. Du schaffst das hier noch durchzukommen. Doch, du schaffst das. Du schaffst das auch. Ich muss dir nur gut zureden. Dann schaffst du das auch.
Ich glaube, ich habe hier keine Markierung mehr. Ah, doch. Nee. Der hat das nur irgendwie wieder übergangen. So, dann müsste ich in die Richtung. Ach, und das Gebiet erkunden. Ich hasse es. Da müssen wir wieder die 100% haben, nehme ich mal stark an. Dann fahren wir irgendwie so bis da ungefähr. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Irgendwas mitgemacht? Habe ich da irgendwas schlechter mitgemacht? Also gekauft? Oh, scheiße. Wo bin ich denn? Die Frage ist jetzt, muss ich da hoch? Eigentlich nicht, ne? Dann würde ich fast sagen, dass wir hier zurückfahren. Das ist ja relativ frei jetzt hier. Dass wir gucken, dass wir hier den Teil noch erkunden. Das wäre dann quasi. Ja, jetzt habe ich reingemacht. Ich dachte, wir hätten. Das wäre dann quasi hier der Teil. Ob der jetzt besser ist, weiß ich nicht so genau. Aber ich hoffe es. Hier haben sie einen Baum gemacht. Hier, wo es eigentlich für kein Auto so richtig schwierig sein sollte, hochzukommen. Aber an anderen Stellen, wo es richtig schwierig ist teilweise, da machen sie keinen. So, wir wollten eigentlich nach links. Die Frage ist jetzt nur, komme ich da überhaupt weiter? Kann ich da versuchen zu fahren? Genau das meine ich. Genau das meine ich. Komm. Du kannst dich noch aufrichten. Du kannst dich noch aufrichten. Los. Du kannst dich wirklich noch aufrichten. Ich sag doch, man muss nur an das Auto glauben und das Auto enttäuscht einen nicht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Haben wir. Moment. Es ist besser, wenn ich da rumfahre. Ja, da oben hört das auf. Da könnte ich bis zum Ende noch so ein bisschen. Wobei ich auch nicht so weit fahren muss. Streng genommen. Ich fahre hier nur noch so ein Stückchen rein. Vielleicht kriege ich hier noch was aufgedeckt. 54. Ja, ein bisschen was kriegen wir noch hin. Und da vorne kann ich dann auch nochmal besser drehen, würde ich mal sagen. So, dann, wo fahren wir denn als nächstes hin? Wir müssen hier auf jeden Fall auch mal hoch. Was wir eigentlich von keiner Seite so richtig können, würde ich glatt behaupten. Oder wenn überhaupt von hier, dann. Scheiße. Hier das Gebiet hätten wir auch erkunden müssen, ne? Das hätten wir jetzt von hier aus wahrscheinlich gemusst. Es sei denn, dass man von hier hochfahren kann, aber das glaube ich eher nicht. Also, wir erkunden hier mal die komplette Breitseite. So bis hier ungefähr. Und dann gucken wir mal, was der dazu sagt, wie weit wir dann sind von der Prozentzahl her. Ich glaube, das wird eine etwas längere Folge. Aber was soll man sagen, ne? Ich kann ja jetzt hier auch schlecht mit dem Auto einfach so durchbrettern. Ich glaube, das ist jedem klar. Ich kenne sogar tatsächlich Autofahrer, die noch langsamer, also hier im Spiel, die noch langsamer fahren als ich. War es das schon? Ach so, ich bin schon am. Ah!
81%. Ja, Ich könnte jetzt versuchen, hier noch hochzugehen, aber bringt mir das jetzt wirklich was zur Erkundung? Kommt da jetzt noch so viel dazu? Das ist halt. Oh, Moment. Das ist halt das Problem. Ach nee, das war nur. Das war nur das Häkchen. Okay. Ja, Ich denke nicht, also das Gelbe stört mich jetzt hier ehrlich gesagt ein bisschen. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier von der Seite tatsächlich da hochkommen. Die Frage, ups, wäre eher, würden wir hier eventuell hochkommen? Ich meine, wenn ich mich hier hochziehen lassen könnte. Könnte ich den Bereich hier vielleicht noch erkunden? Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich ausreicht, um das Gebiet voll erkundet zu haben. Hier oben, bin ich ganz ehrlich, werde ich, glaube ich, nicht hinkommen, hier auf der Seite. Sieht auch von den anderen Seiten aus sehr schwer aus. Es sei denn, ich fahre hier komplett von hier hinten vielleicht noch rum, aber. Also würde mir eigentlich nur noch bleiben, tatsächlich hier so den Rest des Gebiets zu erkunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich meine, ich habe was dabei. Das ist ja immerhin. Aber ob mir das jetzt so alles so hilft, ich weiß es gerade nicht. Moment, da ist es aber. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt an diesem blöden Ding hängen bleibe. Thema. Mach einfach nichts, was ich vorgebe. Geh nicht nach rechts, wenn ich nach rechts voll eingeschlagen habe. Okay, hier kommen wir schon mal hoch. Das ist, hier wird es jetzt problematisch. Aber da hinten kamen wir auf jeden Fall schon mal hoch. Das meinte ich damit. 93, 95. Oh, bitte sag mir, dass ich dadurch die knappe Prozent schaffe. 96. Oh, was haben wir denn hier? Aha, eine Abwurfstelle. Sehr schön. Da haben wir auch wieder was. Okay, Stellschraube brauchen wir jetzt nicht. Kann man das noch da rein tun, rechts? Nee, dann. So. Dann würde ich das nämlich austauschen. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Preise sind, aber ich glaube, dafür bekommt man eigentlich ganz gut was. So, Benzin würde ich auch gerne nochmal auffüllen. Ich weiß nämlich nicht, was wir hier noch alles machen werden. Nein. Hallo? Nein. Genau. Und dann hier rein den Rest. Achso, ja gut, viel war das jetzt nicht. Gut. Aber wir haben noch nicht die. Ich bin schon außerhalb der Zone. Ach so, oh. ja, die Frage ist jetzt, reicht das, wenn ich nach dahin fahre, von unten, um letztendlich. Das Ganze freizukriegen. Dass ich dann so bis hier vorne ranfahre, vielleicht auch da. Komm, ich habe 99%. Wollt ihr mich denn? Oh, Moment, wir müssen die Zeit nochmal, oder? Nee, nachmittags 4 Uhr. Warum ist es dann so dunkel? Hä? Ich mach's trotzdem wieder auf morgen. So, ich mag es nicht so dunkel hier. Kann ich hier irgendwie drehen? Was machen wir am besten hier? Ich könnte auch einfach hier rechts runterspringen, aber ich weiß nicht, ob es so ein Stunt à la Fast and Furious, ob das so, so sinnvoll ist mit dem Auto.
das überhaupt sinnvoll ist mit Autos, das ist natürlich die Frage. 90%, ja, das ist doch nicht noch einen Moment. Aber hier zur Seite kann ich jetzt. Nee, das ist alles komplett aufgedeckt, ja. Ich würde sagen, ich kann jetzt nicht irgendwo so einen einzelnen Prozent vielleicht noch rausholen. Ich hab sehr großen Respekt oder Angst, kann man auch sagen, vor diesen dämlichen Bäume. Ich sag mal Äste, aber eigentlich sind es ja Bäume. Weil ich genau weiß, ne, dass man da so dämlich dran hängen bleiben kann, dass das ganze Spiel dadurch im Endeffekt im Eimer ist. Oh, danke, danke, danke. Führe eine... Halt. Oh, ich glaube, ich sehe ihn. Lass uns näher ran. Führe eine Sichtkontrolle des Anhängers durch. Hä? Was meinen die denn damit? Moment, ich mach das erstmal weg. Ach, der ist jetzt da unten. Ernsthaft. Hätte ich auch direkt dahin fahren können. Na gut. Okay, ich denke mal, Sichtkontrolle meinen die einfach nur, dass wir da hinfahren und... eigentlich des Anhängers. Der hatte doch vorhin gesagt, dass der zu Fuß dahin gegangen ist, oder nicht? Ah, das ist tatsächlich da oben drauf. Nein, das tust du mir jetzt nicht an hier. Hallo? Oh, fahr. Komm. Fahr einfach weiter. Ach, das ist das gar nicht. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder was anderes entdeckt. Ach Mist. Also das ist gut, aber... Ja, da habe ich jetzt leider keinen Platz mehr für. Ich will die Sachen jetzt auch nicht wirklich wegtun. Schade, dass ich auch nicht mehr Platz habe für die Ersatzteile. Achso, nee, halt. Ich wollte ja erstmal gucken, Moment. Der ist da unten gewesen. Ja, ja, ja. Ah, ich bin so doof. Hier ist der Anhänger. Wobei ich hier theoretischerweise auch von da runterfahren kann, ne? So, machen wir es so. Och, ich stehe dann ja auch noch so dämlich auf dem Stein drauf. War ja klar. Okay, egal. Wir fahren jetzt von der anderen Seite runter. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit den ganzen Kakteen. Aber wir wissen ja jetzt immerhin, dass die Kakteen nicht unsere Reifen kaputt gemacht haben beim letzten Mal. So, es tut mir sehr leid, aber ihr wisst ja, ich brauche immer ein Coverbild. So, und F, ne? Nee, Moment, hier. So, F ist es bei allen anderen. So, weiter geht's. Es ist ja auch immer ganz schnell gemacht. Entschuldigt. Ach, da oben ist noch... Ach, das hätte natürlich auch noch gut ausgesehen. Scan starten. Okay, zack. Das kann ich auch einfach mal screenshotten, weil vielleicht nehme ich auch das mal gucken. Mit dem Wohnwagen. Ja, natürlich kommt der jetzt nochmal groß ins Bild rein. Zack. Erfolg! Das ist wirklich Bretts Anhänger. Gut, dass wir ihn gefunden haben. Ja. Aber Brett haben wir immer noch nicht gefunden. Aber gut, es reicht, dass wir den Anhänger finden. Kein Thema. Ja, wahrscheinlich pennt er irgendwo da und ist da. Oder er versucht zu fliegen. Oder so. Man weiß es ja nicht. Erweitertes Parken haben wir als Modul bekommen. Okay. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es hört sich interessant an. Ein Upgrade für Getriebe und neuen Außenposten haben wir dazu bekommen. Oh, endlich mal alle Stellen. Berge den Truck weniger als zweimal, haben wir gar nicht gemacht. Benutzen Sie die Stellschraube weniger als fünfmal.
Ja, ich hatte mehr Glück als Verstand, muss man ja manchmal auch ganz ehrlich sagen. Wobei, gut, ein bisschen Können ist natürlich auch dabei. Mittlerweile weiß ich so in etwa, wie das Auto sich verhält. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es ist auch oft sehr viel Glück dabei. Und nimm weniger als 100 Schaden. Ja, cool. Wir haben nur 4 Punkte. Ah, den hätten wir uns auch ersparen können hier. Ich glaube, ich bin irgendwo mal kurz vom Baum gefahren oder so. Oder auf den Stein, keine Ahnung. Ja. Da können wir jetzt nochmal eben gucken, was ich meinte. Genau, die sind auf jeden Fall immer teurer hier, diese Dinosaurier-Dinger. Deswegen nehme ich die nämlich gerne mit, damit wir dadurch auch nochmal Geld verdienen. Haben wir gar nicht so schlecht verdient, würde ich sagen. Sehr schön. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Expedition. Ich bin begeistert. Also nicht, dass es zu Ende ist, sondern dass wir da doch noch recht gut durchgekommen sind. Ich muss zwar immer wieder zwischendurch mal gucken, wenn man diese Gegenden da abfahren muss. Wie kann ich das da zu 100% freilegen? Aber ich finde es gut, dass die 100% nicht heißen, dass wirklich dieser ganze Kreis zu 100% frei sein muss. Also das wäre richtig blöd gewesen. Zumal wir da oben auch gar nicht hochgekommen wären. Gehe ich mal stark von aus. Sah zumindest so aus. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und in der nächsten Folge machen wir uns dann an die nächste Expedition. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.